Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever Schönbau. Wir starten direkt mit einer etwas längeren Zeitraffer. Es haben sich ein paar Sachen angesammelt, die eigentlich letzte Woche schon über die Bühne gehen sollten, habe ich aber aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Deswegen wird das jetzt heute alles nachgereicht und es ist so ein bisschen bunt gemischt heute von den Themen. So, wo sind wir eigentlich? Der Bauabschnitt bei Braubach, also zwischen Braubach und Oberlahnstein. Das ist so ungefähr auf der Höhe, wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, wo sich im Bereich Braubach so ein etwas größeres Autohaus befindet. Da ist auch noch ein Aldi in der Nähe, also das kann man ganz gut auf der Karte erkennen und ungefähr auf der Höhe habe ich die Siedlung jetzt noch so Richtung Kartenrand ausgedehnt. Und habe mich natürlich so ein bisschen an der Realität orientiert, habe das alles so thematisch ein bisschen mitgenommen. Und das ist jetzt die Entstehung dieser ganzen Geschichte hier. Ich habe eben so ein bisschen den Berg hochgebastelt, so wie ich das auch in der Realität erkennen konnte. Tatsächlich ist das hier alles also deutlich, wie soll ich sagen, also die Ortschaft wächst so ein bisschen den Hang hinauf. Das habe ich nicht so ganz umgesetzt, also das habe ich auch alles ein bisschen zu spät erkannt. Aber so im Großen und Ganzen kann man das schon wieder erkennen. Viel Gebäudesetzung ist natürlich dabei. Bei der Entstehung dieser ganzen Siedlung hier. Und so den, ja, wie gesagt, den Berg hinauf habe ich dann halt noch so ein bisschen, also vereinzelt ein paar Grundstücke verteilt. Sollte man auch alles sehen können in dieser Zeitraffe heute. Ich habe natürlich wieder viel mit dieser Planierraupen-Mod gearbeitet. Hat man ja gerade schon schön gesehen. Das ist halt wirklich eine super dankbare Geschichte, dass nicht mehr alles irgendwie, ja, improvisieren zu müssen oder irgendwelche Straßen verwenden zu müssen, um sich ebene Flächen zu schaffen, sondern das halt einfach echt mit ein paar wenigen Mausklicks alles über die Bühne bringen kann. So wie hier schön zu sehen, das ist schon echt eine großartige Geschichte. Das hat vieles erleichtert. So, noch ein bisschen Terraforming hinter hier. Begrünt wird das Ganze natürlich auch noch. Aber natürlich auch alles relativ simpel gehalten, denn das ist ja doch ziemlich weit von der Bahnstrecke entfernt. Und mein Fokus, was die Detailarbeit betrifft, liegt natürlich eher auf den Bahnstrecken. Und nicht zuletzt auch wegen der Performance. Ich bin eh mal gespannt, also wenn beide Rheinstrecken fertig sind und Koblenz in einem vernünftigen Zustand ist und da dort auch schon ordentlich Sims eingezogen sind und dann möglichst auch viele Linien unterwegs sind, also Busse habe ich zum Beispiel noch gar keine. LKWs sind auch noch nicht allzu viele unterwegs und es kommen natürlich auch einige Bahnlinien noch dazu. Und wenn dann noch die Strecke da Richtung Kobern-Gondorf, die Mosel entlang, runter fertiggestellt ist, da bin ich mal sehr gespannt, wie die Performance dann ist. Also wenn das dann immer noch alles zufriedenstellend läuft, da kann man natürlich auch in anderen Bereichen nochmal schön ins Detail gehen. Schauen wir mal. Ich lasse mich mal überraschen. So, in dem Bereich, ihr habt es gerade schon gesehen, da habe ich schon so ein bisschen angefangen, dieses Autohaus so ein bisschen nachzustellen, ne? Aber jetzt natürlich auch nicht mit übertriebenem Realismus, sondern mit relativ viel künstlerischer Freiheit. Ihr kennt das ja. So, ein paar Garagen reingeschmissen. Die ganzen Gebäude habe ich auch schon direkt ans Straßennetz angeschlossen, denn da sollen natürlich auch noch Sims einziehen mit Hilfe von Besuchermagneten. Und so nimmt das Ganze langsam aber sicher Gestalt an. Die Grundstücke müssen natürlich noch ein bisschen abgegrenzt werden. In dem Fall habe ich einfach die Hecken verwendet, die ziehbaren Hecken hier aus dem BLS-Mod-Paket. Und später habe ich dann auch einfach noch ein paar verschiedene Zäune dazu geschmissen. Wir haben ja wirklich mannigfaltigste Möglichkeiten, um Grundstücke einzuzäunen. Joe Fritz Modbox ist auch noch eine Möglichkeit, wenn man Mauern haben möchte. Oder eben von Snowball. Die Zaunmod, die auch großartig ist. Und das bringt natürlich unterm Strich relativ viel Abwechslung in die ganze Geschichte rein. So, jetzt werden die Grundstücke hier noch ein bisschen begrünt. Noch ein bisschen Terraforming. Und dann wird das Ganze auch noch großflächig begrünt. In dem Fall natürlich unter Zuhilfenahme der Förstermod. Wenige Mausklicks. Großer Effekt. Wenn ich da an die Münchenkarte zurückdenke, da gab es das halt alles noch nicht. Da musste man wirklich die Bäume noch alle per Hand setzen. Könnt ihr euch vorstellen, wie mühsam und zeitaufwendig das war. Und jetzt geht das halt innerhalb von Sekunden über die Bühne. Ja,
Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Im Bastel-Workflow. So, dann wird das Ganze... Das sind einfach diese Zaunreihen. Das ist auch alles bei BLS Fences dabei, findet ihr im Workshop. Genauso wie die ziehbaren Hecken. Und hier ist das Thema halt so ganz grob gesagt irgendwie, ja, Naherholungsgebiet mit Spazierwegen. Und hier sieht man auch schon Bereiche, die ich auch schon im fertigen Zustand in der letzten Woche alle mal gezeigt habe. Hier mit den Tennisplätzen, die gerade zu sehen waren. Und auch um die Uferbereiche kümmere ich mich mal so nach und nach. Das habe ich komplett vernachlässigt bislang. Also wirklich nur sehr punktuell gemacht. Und das sind jetzt mal so ein paar so Beispiele, wie ich finde, dass man so Uferbereiche ganz nett gestalten kann. Viel mit diesen Sexy Rocks habe ich gearbeitet, also diese unterschiedlichen Steine. Hab da ein paar so Gesteinsformationen hingeschmissen. Das kann man wunderbar mit den ganzen Gebüschen und Bäumen kombinieren, wie ich finde. Und das ergibt dann ganz nette Szenerien. So, langsam aber sicher wird's. Das hier, die Ecke, das ist jetzt der Bereich, dort wo die, ich glaube es müsste die B42 sein, zwischen Braubach und Lahnstein führt die, also über eine Brücke, über die Bahngleise drüber, über die Bahnstrecke. Und das ist ungefähr jetzt so der Bereich, da habe ich so ein bisschen Gewerbe entdecken können. Ich weiß nicht, was im Detail da für Betriebe angesiedelt sind. Also ich habe mir das einfach mal so grob als Vorbild genommen und habe dann drauf losgebastelt. Und ein, zwei Sachen sollte man tatsächlich dort auch wiedererkennen können. Ja, was neulich auch mal in den Kommentaren kam, coole Idee, das irgendwann mal über die Bühne zu bringen, wenn wirklich ein bisschen mehr fertig ist, also wirklich im relativ finalen Zustand, das Ganze einfach mal mit Google Earth Bildern vergleichen. Also ein paar so Szenerien mal rausgreifen, gerade dort, wo ich halt doch ein bisschen mehr Nachbau betrieben habe und das einfach mal mit dem Original vergleichen. Finde ich eine sehr coole Idee, auf jeden Fall. Muss mal schauen, wie das rechtlich geregelt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich Google Earth Bilder zeigen darf in YouTube-Videos. Ich meine, gut, ist ein und dasselbe Unternehmen unterm Strich, deswegen denke ich mal, ist es egal. Und ich habe es ja eh schon mal gemacht, vor langer Zeit. Aber da haben, glaube ich, noch nicht so viele Leute zugeschaut. Also ich mache mich mal schlau, aber ich vermute mal, das kann man schon bringen, ohne da irgendwie Ärger zu kriegen. Und das ist auf jeden Fall, also behalte ich mal im Hinterkopf. Finde ich eine coole Idee. So, weiter schon in etwas Detailarbeit. Ich habe hier einfach noch alles reingeschmissen, was irgendwie zum Thema Gewerbegebiet gepasst hat. Das könnte halt irgendwie so eine Art Bauhof sein, habe ich mir gedacht. Und entsprechend habe ich das ein bisschen ausdekoriert. Das ganze Gelände hier. Da ist einfach einiges an Baumaterial gelagert, den ein oder anderen LKW noch dazu geschmissen, passt ja auch immer gut zum Thema, auch ruhig mal einen älteren LKW. Gabelstapler passt natürlich sehr gut, dann habe ich den Zaun hier nochmal umgebaut und einfach also punktuell ein bisschen manuell gesetzt, weil es ja doch ein bisschen netter aussieht. Das ist halt der einzige Nachteil bei diesem ziehbaren Industriezaun, also der hier gerade im Bild zu sehen, der mit dem Stacheldraht oben drauf. Da entstehen halt einfach relativ häufig einfach große Lücken und das sieht dann nicht ganz so toll aus, wenn man vor allen Dingen, wenn man nahe dran geht. Deswegen kann man das auch einfach per Hand machen. Und dann sieht das ganz sauber aus. So, es geht weiter. So, die Ecke hattet ihr eh schon, also habe ich euch schon mal gezeigt. Wie gesagt, wir holen hier einfach noch ein paar Sachen nach, die ich schon früher zeigen wollte. Das ist jetzt im Bereich Braubach Bahnhof, wo dieser kleine Parkplatz entstanden ist. Da hatte ich mir kurz zuvor eben dieses große Asset-Paket noch installiert, was ich euch in einer der letzten Folgen schon gezeigt hatte. Und hier kommt das jetzt zur Anwendung. Schöne Geschichte, also gerade die Parkbuchten sind echt sensationell, die werde ich noch ziemlich oft verwenden, denke ich. Die gefallen mir schon sehr, sehr gut. Dann hier war ich so ein bisschen auf der Suche nach einem passenden Zaun. Und der hier ist es dann geworden. So, dann wird das Ganze natürlich noch etwas begrünt. Auch diese Pflanzkübel sind eine super schöne Geschichte, werde ich auch noch sehr, sehr oft verwenden, gerade wenn es dann dran geht, so die Stadt auszudekorieren oder die Ortschaften und die Städte auszudekorieren. Da passen die natürlich thematisch super rein.
So, noch ein, zwei Zäune reingezogen, wo es gut gepasst hat. Nochmal ein paar weitere Pflanzkübel aufgestellt. Etwas buntere Bäume verwendet. Einfach um ein paar so Akzente zu setzen. Und so wächst und gedeiht die ganze Geschichte nach und nach. So, noch ein bisschen Grünzeug um den Braubacher Bahnhof geschmissen. Parkplätze müssen natürlich gefüllt werden. Und weiter direkt an diesem Areal, was sich auch direkt noch am Braubacher Bahnhof befindet. Da ist, glaube ich, auch irgendwie so ein kleines gewerbliches Areal, aber das habe ich mir jetzt auch nicht mehr so genau angeschaut, sondern größtenteils einfach drauf losgebastelt und das Ganze ein wenig mit Dekoration gefüllt. So, und da fehlt dann auch gar nicht mehr allzu viel bei diesem Gelände. Ich glaube, einen Zaun habe ich dann noch außen rum gezogen. Ein paar Personenassets natürlich aufgestellt. Gleisfeldleuchten, finde ich, kann man auch ganz gut für so kleine Industrie- oder Gewerbeareale verwenden, um da ein bisschen Beleuchtung aufzustellen. Man kann natürlich auch andere Beleuchtung verwenden. Aber Gleisfeldleuchten kann man auf jeden Fall hier an der Stelle zweckentfremden. So, hier, das ist auch wieder an der Brücke, wo die B42 über die Gleise, über die Bahnstrecke drüber führt. Da befindet sich auch unmittelbar an der Brücke, habe ich gesehen, ein kleines Hotel. Das habe ich dann einfach nochmal thematisch aufgegriffen. Und auch dieser kleine Fußweg, der hier direkt hochführt, den habe ich auch in der Realität dort entdeckt. Das habe ich dann auch noch mit eingebaut. Für den gewissen Wiedererkennungswert. Fügt sich auf jeden Fall ganz nett ein hier, die ganze Geschichte. Die Tankstelle, glaube ich, gibt es nicht dort in der Realität. Aber sei es drum. So, viele Gebüsche. Das mache ich auch nach wie vor relativ häufig in Handarbeit. Also ich platziere die ganzen Gebüsche halt manuell. Wenn ich es natürlich weiträumiger mache, dann immer mit der Förstermod. Aber wenn ich es, also wenn es hier einfach darum geht, ein bisschen genauer zu basteln, dann mache ich das einfach per Hand. So, dann habe ich noch ein bisschen Gras gepflanzt. Gefällt mir auch ausgesprochen gut, die Geschichte mit den ganzen Gräsern. Und auf der anderen Seite der Brücke habe ich das Ganze auch noch ein bisschen weiter verschönert. Und ich mische halt auch immer verschiedene Grasarten, 3, 4 verschiedene Sorten. Dann sieht das alles schön, ja, idyllisch und durchaus auch realistisch aus. Dann die Ecke habe ich einfach nochmal zu einem kleinen Parkplatz auserkoren. Hab das Ganze noch so ein bisschen zugemüllt, also einfach mal hier so ein paar Europaletten hingeschmissen, die eine oder andere Kiste, damit das alles nicht so super sauber aussieht. Und auch das gefällt mir ganz gut. So. Viele Gebüsche auch schmeiße ich gerne an den Waldrändern hin. Das finde ich auch recht realistisch. Also wenn man sich mal so einen realen Wald aus der Nähe anschaut, kann ich nur empfehlen. Man kann ja in der Regel quasi nicht reinschauen, sondern Wälder haben immer so eine Art natürliche Grenze. Und sind an den Rändern schon recht viel mit Gebüschen bewachsen und das versuche ich halt so ein bisschen mit einfließen zu lassen. So, dann habe ich noch ein paar Zäune aufgestellt. Das müsste jetzt so ungefähr der Bereich zwischen, oh, ich glaube, Braubach und Osterspey sein. Da habe ich auch, da gibt es auch noch ein paar so kleinere Siedlungen unterwegs. Das ist eine davon. Die habe ich jetzt noch ein bisschen mit Zäunen aufgewertet. Das ist dieser kleine landwirtschaftliche Bereich, der auch in einer der letzten Folgen zu sehen war. Dann habe ich hier einfach nochmal einen Bereich mit einem Holzzaun abgegrenzt und habe dort eine schöne, saftige Wiese entstehen lassen. Und ich habe die ganzen Snowball-Mods im Übrigen jetzt auch, also ganz oben halt in der Ladereihenfolge reingepackt, aber wirklich schneller ist es dadurch nicht geworden. Also mich stört das nicht weiter, das geht trotzdem immer noch alles ziemlich fix über die Bühne, aber hat sich jetzt nicht wirklich verschnellert dadurch, dass ich die,
die Mods alle in der, also recht weit oben halt einfach habe in der Ladereihenfolge. Aber das nur am Rande. Dann hier noch schnell einen Feldweg reingezogen und noch mehr Gebüsche reingeschmissen. Damit das Ganze auch nach was aussieht. Und zu guter Letzt wird das Ganze natürlich noch schön hier mit Gräsern bepflanzt, beziehungsweise erstmal noch ein paar Bäume hingeschmissen. Gebüsche in dem Fall großflächig mit der Förstermod. Und dann wird noch die Farmermod ausgepackt, um hier einfach eine schöne, saftige Wiese entstehen zu lassen. Ihr seht schon, das geht wirklich super schnell. Ein paar wenige Mausklicks, wenige Sekunden. Und man kann große Bereiche einfach flächendeckend füllen. Super schöne Geschichte mit den ganzen Wiesen und Feldern. So, dann auf der anderen Seite des Bahndammes dasselbe Spiel, auch alles noch ein bisschen bewuchern lassen. Ja, ein paar Bäumchen dürfen natürlich nicht fehlen. Quasi so der letzte Feinschliff. Passt, würde ich sagen. So, dann noch ein bisschen weitere Detailarbeit, beziehungsweise in dem Fall einfach das Setzen von verschiedenen Zäunen. Gerade entlang der Bahnstrecke schaue ich schon, dass alle Grundstücke und Häuser irgendwie so ein bisschen eingezäunt sind. Hier kann man auch ganz gut erkennen, ich habe es schon mal erwähnt, die Mod ist halt super präzise. Also der setzt wirklich die einzelnen Pfosten exakt dort, wo sich der Mauszeiger befindet. Also das ist echt großartig. Und wenn man nochmal ein bisschen umbauen möchte oder so, man kann die einzelnen, man muss die Zäune dann quasi nicht am Stück wieder abreißen, sondern man kann einfach die einzelnen Elemente rausnehmen. Das ist auch eine super dankbare Geschichte. Also da hat wirklich jemand mitgedacht bei dieser Mod. Ganz, ganz großes Kino. So, noch ein bisschen Dekoarbeit, der ein oder andere, eigentlich alles größtenteils aus dem Kleingarten-Asset-Paket natürlich, diese ganzen kleinen Hütten und Gartenlauben. Und so wächst und gedeiht die ganze Geschichte. Und auch hier wieder einfach ein bisschen Variation bei den Zäunen reingebracht. Alles bunt durcheinander gemischt. So, hier ist, glaube ich, genau, auch nochmal so ein kleiner Park einfach entstanden. Das Ganze habe ich, glaube ich, dann noch genau mit einem Spielplatz kombiniert. Ein bisschen Basketball zum Thema gemacht. Die neuen, in Anführungszeichen, neuen Tischtennisplatten dazugeschmissen. Ein paar Parkmöglichkeiten geschaffen. Und das Ganze auch schon so ein bisschen zum Leben erweckt hier mit Personenassets. Kann man ja auch einfach mal auf so eine Schaukel draufsetzen, funktioniert auch. Passende Bodentexturen aufgetragen. Sitzgelegenheiten für die Sims. Und hier sieht man auch mal schön die ganzen verschiedenen Assets, die wir mittlerweile zu den verschiedenen Themen zur Verfügung haben. Also Spielplätze überhaupt kein Problem, mittlerweile halt auch irgendwie Basketball kann man thematisieren. Wir haben sogar verschiedene Tischtennisplatten, hier sieht man sie beide im Bild, die grünen und die grauen. Sehr, sehr schön. Dann noch ein bisschen Beleuchtung hingeschmissen, den Spielplatz nochmal gesondert, kurz eingezäunt so, von dem restlichen Bereich ein bisschen abgetrennt. Bisschen für Schattenspender gesorgt. Und auch das ist eigentlich eine ganz nette Ecke geworden, wie ich finde. So, die Basketballplätze noch so ein bisschen mit Linien versorgt. Auch wenn das natürlich jetzt nicht unbedingt realitätsgetreu ist, aber es ist ein nettes kleines Detail. Kann man auf jeden Fall so machen, denke ich.
So, dann sind wir auch gleich durch. Wir werden heute mal ausnahmsweise nicht mehr auf der Karte in-game unterwegs sein. Ihr kriegt allerdings schon noch ein paar nette Szenen hinten dran geschnibbelt, wie ihr das gewohnt seid. Und nächste Folge haben wir dann etwas mehr In-Game-Time, werden wir uns gönnen und vielleicht auch nochmal eine kleine Mitfahrt machen. Ich bin auch gerade dabei, mich ein bisschen mit dem Thema Regionalverkehr auf der rechten Rheinseite auseinanderzusetzen. Ich denke mal, da werde ich jetzt auch schon mal so eine simple Linie anlegen und vielleicht können wir da nächste Folge direkt nochmal eine kleine Mitfahrt veranstalten. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Viel Spaß noch mit ein paar bewegten Bildern.